Hallo, mein Name ist Guido Dietrich und ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Werkstatt Waldensburger Meister. Ich möchte euch heute ein paar Sachen zum Thema Bildergeschichte erzählen. Ausgangspunkt sind selbstverständlich die Fresken vom Waldensburger Meister, die er hier in der Kirche gemalt hat, aber auch an anderen Orten. Das sind Bildergeschichten aus dem 14. Jahrhundert. Bildergeschichten gibt es selbstverständlich auch später, also insbesondere im 20. und jetzt im 21. Jahrhundert sind sie sehr populär geworden. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel mit Comics, die ganze Geschichten erzählen, zum Beispiel zum Mittelalter. Im 20. Jahrhundert ist auch das Buch da entstanden, der Schellenursli mit Bildern von Alois Garriget und einer Geschichte von Savina Jones. Das ist auch aktuell geworden jetzt in letzter Zeit, mit dem Film von Xavier Koller. Also auch Filme sind Bildergeschichten. Bildergeschichten gibt es jetzt vor allem auch in den Social Media. Also eine Timeline zum Beispiel von einem Facebook-Account ist eine Bildergeschichte. Oder auf Instagram werden Geschichten mit Bildern erzählt. Jetzt haben wir gedacht, wir laden euch ein, um hier in Waldensburg eine Bildergeschichte zu machen mit eurem Handy. Und zwar geht es darum, dass ihr eine Geschichte macht, ohne Wort, ohne Ton. Also das als zusätzliche Herausforderung, so wie der Waldensburger Meister auch seine Bilder an der Wand gemacht hat, ohne irgendwelchen Ton. Ihr macht mit dem Handy ein paar Aufnahmen, sei das Video oder sei das Foto, und die nachher zusammenschneiden zu einer kurzen Geschichte. Und wir schauen die dann gemeinsam an. Ihr seid da nicht völlig auf euch gestellt. Wir haben die wunderbare Anne Nielsen, die euch beraten kann. Sie ist Webdesignerin, sie ist Fotografin, sie ist sehr versiert im Umgang mit derartigen Geräten, kann euch unterstützen, kann euch Tipps geben beim Bildermachen oder auch bei technischen Fragen. Wir tun das veranstalten im Rahmen von der Werkstatt von der Waldensburger Meistertag. Die findet am 5. und 6. Oktober statt. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Und am Samstag machen wir die Bildergeschichten. Es fängt an um 10 Uhr und die letzte Bildergeschichte sollte fertig sein, etwa um 3 Uhr. Also ihr könnt in dieser Zeit vorbeikommen, euch anmelden, eure Bildergeschichte machen und dann die abgeben. Anne tut sie dann auf einem Computer, damit wir sie anschliessend präsentieren können, dass wir die auf Leinwand projizieren können. Und das passiert etwa zwischen 3 und 4 Uhr und die beste Bildergeschichte wird dann auch zusätzlich prämiert. Also, ich lade euch ganz herzlich ein, am 5. Oktober vorbeizukommen auf Waldensburg. Schaut nach, das Programm, ausführliche Programm ist auf waldensburger.ch. Und wir werden weitere 2 Videos machen. Das eine ist, wie Anne eine Bildergeschichte macht und die Bildergeschichte selber, die sie gemacht hat, mit einfachen Mitteln hier in Waldensburg.